mein Lehrer Dieter Dorn hat, als er gefragt worden ist, als er König Lear von Shakespeare inszenierte, wurde ihm die gleiche Frage gestellt. Also was ist denn der Hauptaspekt, für den er sich interessiert? Oder welchen Teilaspekt des Werkes will er besonders hervorheben? Und er sagte die schöne Formulierung, nur alles. Das heißt, bei einem Werk wie dem Meistersinger spielen, glaube ich, alle Aspekte eine elementare Rolle. Es geht um die Rolle der Kunst. Es geht um die Frage nach dem Alten und nach dem Neuen. Es geht um die Frage, wie traditionsbehaftet muss die Kunst sein, wie geschützt muss sie sein. Oder geht sie nach außen, geht sie auf die Festwiese, stellt sie sich dem Volk, kommt sie aus ihrem elitären Zirkel raus. Muss man die Regeln brechen, um neue Kunst zu formulieren oder um die alte überhaupt zu erhalten? Es geht um die Rolle des Verhältnisses von Kunst und Gesellschaft. Es geht aber auch um die Figuren. Sie sagen, die Beziehungsgeflechte sind sehr wichtig in der Oper. Und ich glaube, das ist fast das Elementare. Du musst jeder Figur einfach ihr die ganze Dimension geben. Jede Figur ist wichtig und das Beziehungsgeflecht in dieser Oper ist sehr komplex und das muss man herausarbeiten. Und ich denke, was nicht unwichtig ist, was manchmal auch schon bei den Fragen sofort vergessen wird, es ist eine Komödie. Und eine Komödie von Wagner, wenn man irgendjemand fragt, irgendwie gibt es von Wagner Komödie, würde eher jemand sagen, nee, natürlich nicht. Es gibt viele Tode, es gibt Erlösung und es ist eigentlich immer fürchterlich tragisch und dramatisch. Aber Wagner hat eine große deutsche Komödie geschrieben. Und in der Komödie überleben die Menschen, in der Komödie wird geheiratet am Ende und in der Komödie werden alle diese Figuren aus der Kunstwelt, sag ich mal, ironisch gezeichnet und ich würde gar nicht sagen karikaturhaft, aber doch sehr mit einem scharfen, klaren Strich gezeichnet. Und die Komödienhaftigkeit oder das menschlich allzu menschliche in diesem Werk, das wollen wir herausarbeiten. Der Adel war im Abstieg, das Bürgertum erstarkte und das ist jetzt eine ganz klare Zeichnung. Der kommt dann unter beim Pogner. Und heute würde man die Frage eher stellen, und das ist, glaube ich, das ist erstmal ein Komödienelement, es kommt der Mensch von außen, ja, in diese Bürger, die sich als kunstsinnig empfinden wollen, die sich selber sozusagen einen besseren Anstrich geben wollen, wollen nicht nur reine Krämerseelen sein und Leute, die nur nach Erwerb und nach Profit schauen, sondern sie wollen auch zeigen, dass sie für die Gemeinschaft da sind, dass sie kunstsinnig sind. Und in diese Gesellschaft bricht, sage ich mal, erstmal ein Außenseiter ein. Einer, der erstmal in diese Gesellschaft nicht passt. Der aber natürlich die Bildung, die Vorbildung und das Zweite, glaube ich, der zweite Kniff da drin ist, dass der ganze Sängerwettbewerb, die ganze Meistersängerwettbewerb, ist ja schon eine Art domestizierte Form von Ritterturnier. Also es geht auch da um das Erwerben der Krone, aber eben nicht mehr im Kampf, im Streit, im Mord, sondern über den Kunstgesang wird es definiert. Dass das aber auch wiederum nicht zu halten ist, sondern dass da kräftig geprügelt wird in dem Werk und auch tiefe Risse in der Gesellschaft auftauchen, Spaltungen, gerade indem man versucht, die Gesellschaft zu versöhnen, brechen diese Risse eigentlich auf. Das ist dann wieder der Komödienaspekt. Aber sonst ist es eine klassische Komödienfigur. Einer kommt von außen und wirbelt die ganze Gesellschaft durcheinander. Der Anspruch Wagners ist, dass die Kunst die Religion als Funktionselement ersetzt in der Gesellschaft. Religion kann nicht mehr das Bindeglied sein. Sie kann nicht mehr so Sinn stiften, wie es Kunst kann. Das war revolutionär, das war radikal. Aber auch hier wieder ist es gebrochen durch den Spiegel der Komödie. Das heißt, der Anspruch, dass Kunst alle Risse, alle Spaltungen in der Gesellschaft versöhnt, das wird ja hier durchaus problematisiert. Also wenn man sagt, der erste Akt ist eine dreiaktige Anlage, der erste Akt, da geht es um Kunst und der Anspruch der Bürger, mit der Kunst zu versöhnen und sich vor dem Volk zu stellen, eine Legitimation für das Kunstschaffen wieder zu schaffen, am Ende singen sie alle gegeneinander an und alles löst sich auf. Im zweiten Akt geht es um Liebe und Versöhnung. Auch da gibt es die berühmte Prügelfuge. Das heißt, das Alte, das Neue, die Bürger, alle gegeneinander schlagen sich die Köpfe ein. Und natürlich in der
im dritten Akt nach Wahn Wahn versucht Sachs, die Gesellschaft wieder zusammenzuführen auf der Festwiese und versucht, alle diese Wahnelemente in der Gesellschaft, alle Risse nochmal zu vereinen, nochmal zusammenzubringen, Kunst und Volk, das Alte und das Neue, Männlein und Weiblein. Und ob das gelingt, das steht durchaus in der Frage. Und ist es auch interessanterweise, ist es eben nicht, es ist durchaus problematisiert, weil Sie wissen alle, die Schlussrede von Sachs, die hat er eigentlich erstmal gar nicht vorzuhalten, sondern der denkt, der Wettbewerb ist vorbei, weil Stolzing hat gewonnen. Damit ist eigentlich der Sinn und der Friede und die Harmonie gestiftet, aber er lehnt die Meisterwürde ab. Und in dem Moment ist er gefordert, nochmal Einigung zu stiften in einer Art belehrenden Arie für Stolzing. Und ob er dann übers Ziel hinausschießt und sagt, ist das die wirkliche Botschaft, dass man sagt, man schließt sich wieder ein, man definiert sich wieder als kleine Identität, nämlich als deutsche Identität gegen das Welsche, ob das der richtige Weg ist, ob er das wirklich beabsichtigt hat, ob er, sage ich mal, noch d'accord ist, wenn der Chor dann groß einfällt und ihm in dem Sinne zustimmt, das sind die großen Fragen.